ist nicht da, wo das Herz ist, sondern da, wo man respektiert wird. Meine Marke bedeutet nichts mehr. Da schießt man ein paar Kinderfickern in den Rücken, schon heißt es Marke weg, Knarre weg, Rente weg. Einfach so. Ja, ich war der Boss, bis ich den Falschen aufgeschlitzt hab. Dann pass doch auf. Ein Freund von meinem Vater, ein Schiffskapitän, nahm mich dann auf. Ah, der Captain. Vom Heroin bin ich runter, hab aber immer ein Messer dabei, falls mir irgendein Pisser krumm kommt. Wenn es nach mir ginge, hätte ich meine M9 noch. Aber Psychos gibt man keine Waffen. Der General zieht ein paar Fäden und schon gilt man als krank. Scheiße, sind wir nicht alle krank? Wieso wären wir sonst hier gelandet? Ich musste weg. Menschen wie ich, die respektieren das Leben nicht. Nur die Regeln. Ich brach sie. Ich kann nicht mehr zurück. Erst wenn ich weiß, wie ich Katja und unsere Tochter schützen kann. Aber das Leben ist eine Hure. Wenn es mal läuft, kommt ein scheiß Pirat und fickt deiner Chance auf ein neues Leben in den Arsch. So läuft das. Ich wollte nur das Geld. Piraten kamen von überall her angekrochen. Aber mit denen bin ich fertig geworden. Die waren nicht das Problem. Das Problem war dieses Arschloch von einem Captain. Der Schwanzlutscher hat uns verraten. Er hat uns um unsere Kohle betrogen und das Schiff und alle darauf an irgendwelche durchgeknallten Piraten verkauft. Diese dreckige Arschkrampe. Die scheiß Arschkrampe. Der Captain war ein Freund meines Vaters. Unser Freund. Hey. Was macht man einfach nicht? Hab dich, du Ficker! Ich werde... Wir hatten nur eine Chance, und zwar zu kämpfen, um nicht wie Vieh verkauft zu werden. Und solange der Captain da draußen ist, ist der Kampf nicht vorbei. Bis wir ihm das Geld aus seinen kalten, toten Händen reißen. Hättet sie alle! Tempo, in dran! Hängt sie! Okay. Hier ist noch einer! Achtung! Granate, Deckung! Na, dann wollen wir mal. Und hallo meine lieben Freunde, wir gehen heute auf ein kleines Inselabenteuer. Und das machen wir nicht alleine, ich habe noch Gesellschaft bei mir. Ja, ich bin der Watrutt und das ist Meister Rijo. Ja, wir kennen ihn ja schon aus diversen Minecraft-Aufnahmen. Ja. Server. Dann hat er zwischendurch mal bei mir im Haus rumgelungert und da. Aber es ist ja gar nicht jeder Thema. Ihr dürftet eben das Intro-Video gesehen haben. Beziehungsweise... Übersprungen haben. So, wir starten jetzt in den Splitscreen-Offline-Korb, weil der Typ hier hat keine Players 3. Ey. Sieht auf dem PC geiler aus. Sag jetzt mal nichts zu. Man muss natürlich auch einen PC haben, der die Leistung fahren kann. Ne? Ja, so, wir starten jetzt einfach mal rein. Deswegen hatte ich doch eine erhöhte... So. Mal zuerst auswählen oder mach ich zuerst? Mach du. Ich mach mal. Ich nehme mal den Schiffskoch. War der, glaube ich, auch, ne? Im Fußball-Fan-Outfit, so gehört sich das. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich doch einfach mal den Rauschmeißer. Als Ranger. Wieder Schrotflinte dann auch, ne? So wird sie jetzt zumindest für einen Ranger gehören. Ich weiß gar nicht, ob man die Schrotflinte als, ob es die als Standard-Waffenpack gibt. Ich glaube nämlich gar nicht. Dann schnappst du dir halt eine. Yo, das wäre eine Idee. So als Zweitwaffe. Ja. Oder als Erstwaffe, je nachdem, wie du kämpfen möchtest. Ich werde eher etwas passiver spielen, weil ich seit x Jahren nicht mehr mit Analogsticks Intro. Erkennst du es nicht? Die Mädels vom Schiff sagen, das ist Piratengebiet. Nur noch Stammesfäden und Blut ab hier. Ich gehe voraus. So, dann geh mal. Kommt wieder. Hey, wenn der Captain mit den Piraten zu tun hat, hat er Kontakte hier. Schicker Hut. Kann ich den Namen? Nee. Nur über meine Leiche. Aber Hauptsache auch das schöne Sakko dann an, ne? Ja, So, der Colonel von KFC quasi, ne? Ja, komm, ich bin Hooligan. Nein, Fußballfan. Ja, naja, Hooligan. Ja, aber das ist was anderes zu. Er ist ein Hooligan. Ja gut, nach seinem Verhalten könnte das passen. So, Waffenauswahl, wa? Ja. Ich starte mal als... Die Pumpe haben wir nicht.
Haben wir die nicht? Nee, aber ich nehme jetzt mal einfach den Schützen. Ich starte mal als Jäger in die Schlacht und tausche dann später die kleine Knarre gegen AK aus. Wenn ich irgendwo eins rumfliegen finde. So, du bist unten? Ja, ich bin unten. Und ich bin oben. Ich warte mal gerade. Ja. Wollte mal eben gucken, ob man hier den Untertitel einstellen kann. Ja, es geht. Portugiesisch? Ich glaube nicht. Französisch. Deutsch. So. Falls wir mal während unseres Gelabers nichts verstehen sollten. Hey, der Captain kann nicht weit von hier weg sein. Aha. Da haben wir sie doch. Wer hat die Ehre? Ach, ich nehme die Ehre einfach mal. Mach ich den hier? Ja, komm. Einfach komm. Draufhalten. Du klaust meinen Job! Ach komm. Psst. Sei ruhig. Was triffst du denn? So. Na. Kopfschuss! Ja. Scheiße Lacker. Was für Lacker, das ist alles Non-Skill. Ja, Non-Skill, das kann ich auch. Kopf hoch, mein Freund. Alles klar. Ja gut, mit einem Sniper ist das keine Kunst. Nö. Ich wollte... Ach. Rechts. Na, genau. Was? Ja, rechts oben hier ist noch einer. Oh nein, links. Ich muss erstmal Deckung suchen. Wo war der denn? Ah, Granate. Ja, lauf doch weg, Mann. Nein. Sind sie denn? Da ist einer. Erstmal. Ey. Erstmal eine Spritze reinkloppen. Ja, so wie das gehört. Ey, ihr Säcke, nicht auf mich. Nehmt den anderen. Naja, immer auf mich. Ja. Scheiße. Ich treff den zu gut. Na, guck doch noch mal vorbei. Nehm nicht. Ey, jetzt duckt er sich. Genau, wenn ich schieße, was soll denn das? Ja, sollen sie sich denn sonst ducken? Ja, eigentlich gar nicht. Wäre so mein Plan. Scheiße. Man merke, bitte auf Munition achten. Ja, ich bin hier quasi so ein One-Hit-Wonder. Wenn ich mal treffe, dann aber richtig. Hinterm Stein ist noch einer. Na. Ach, scheiße, der hat ja gar keine Granaten. Nee, noch nicht. Die musst du erst sammeln. Ja, dann kriegen die jetzt halt so einen drauf. Aber wenn du stirbst, sagst Bescheid, dann komme ich nicht vorbei. Upsala. Ich glaube, wir haben es. Checkpoint erreicht. Die Masse ist geschlagen. So, ja, Muni. Wie versprochen, haben wir mit AK besorgt. Ja, ich muss gerade nochmal nachladen. Warte so lange, ne? Ja, klar. Braucht doch Kanonenfutter. Ja, wir haben bis hierhin, also bis kurz danach haben wir schon angespielt. Und daher wissen wir, dass hier echt die Sniper, ey, die sind so fies drauf. Die kommen einfach an und schießen. Ja, was machen wir denn? Wir kommen an und töten. Nicht viel besser, aber immerhin. Scheiße. Komm, hol dir die Spritze rein. Was machst du denn da? Mensch. Ja, ich bin nicht so für die Entfernung geeignet wie du. Ja, ich nicht für die. Ich bin zu doof zum Treffen aus 5 Metern. Panzerfaust. Was, wo? Irgendwo ist eine Panzerfaust, hatte ich eben gehört. Haben sie das gesagt? Jo. Haben sie, hast du denen zugehört? Ach, also, ich hab sie da hinten. Au, au. Da steht er. Da hinten war er doch noch gerade. Wo ist er hin? Dich suche ich jetzt nicht. Schießt er mich durch die Wand ab? Boah, was ein Sack. Hast du ihn umgebracht? Headshot. So gehört sich das. Wir verhandeln nicht mit Terroristen. Gerade nach. So, und... Dich wollte ich eigentlich gerade umbringen. Da geht hier Wallhack. Ja, im Multiplayer gibt es wirklich einen Wallhack-Kill. Das heißt, wenn du einen durch eine Wand erschießt. Ah. Das ist sehr schön. Allerdings auch sehr nervig, wenn man derjenige ist, der durch die Wand erschossen wird. Das kann ich mir vorstellen. Der ist weg.
Da sitzt einer. Oh, Kill Assist, ist ja klar. Ja, für meinen Kopfschuss. Das heißt, ich hätte den Assist gar nicht gebraucht. Tasten aber. Ja, was mache ich jetzt damit? Ah, hier Sprengstoff. Ja, ich brauche wieder ein bisschen was für meinen Raketenwerfer. Rocket Launcher. So. Guck mal. Was? Der überlebt das? Ja. Nahkampfkill. Einfach mal unter Beschuss halten. So wie ich das gehört, ne? Ich muss gerade mal meinen Raketenwerfer. Ach, kann ich überhaupt Granaten werfen? Offenbar nicht. Wenn, dann kannst du es mit der rechten zweiten Schultertaste. Nee, bei mir ist da nichts zu finden. Ja! Wo kann ich ein Messer nehmen? Messer mit R3. Außerdem habe ich dir gerade den Arsch gerettet. Das da. Okay. Ja, ich weiß. Erstmal nachladen. Es ist bei dem Spiel auch außerdem meine Lieblingsbeschäftigung. Nachladen? Ja. Ach, Kacke, ja. Lade nach und stürm nach vorne. Du bist auch intelligent. Alter. Jetzt aber. Ah, Granate. Oh. Oh. Da. Ja, die wurde mir nicht angezeigt. Na, schon wieder. Kacke. Das glaube ich, weil du da den Banner drüber hast. Deswegen siehst du das nie. Diese, die Jagd beginnt. Richtig. Da steht ja einer. Wie die Augsburger Pumpe. Zack. Gibt's ja gar nicht. Au. Ey, du Arschloch. Hast du es gehört? Das ist auch nicht jugendfrei. Das ist Far Cry 3. Hier ist gar nichts jugendfrei. Abgesehen davon, wer hält sich heutzutage noch daran? Du solltest dich mal heilen. Ich bin ja dabei, ich bin ja dabei. Hetz mich nicht. Ich bin die Ruhe selbst. Ja, ist klar. Deswegen schlafe ich auch in der Schule. Upsala. Ach nee, komm hier. Los, Kreuzfeuer. Schon zu spät, hab beide umgebracht. Mann! Ah, geschafft. Yay. War das jetzt das erste Kapitel oder was? Ja. Nee, nicht das erste Kapitel, ist erste Sektion, kann man sagen. Hier ist Munition. Muni. Ja. Ah. Und ein Haus weiter ist Sprengstoff. Aber kann ich ja eh nicht gebrauchen. Genau. Nur ich. Aber ich nehme es einfach. Ach komm, öffne ich mal die Tür. Hallo? Black Screen! Moment. Ihr seid die Ausländer, die den Briten verfolgen. Ah ja. Er kam gerade vorbei und sprach von irgendwelchen Spinnern, die an sein Geld wollen. Ja, das sind wir. Passt auf. Der ist Brite. Der die Insel kennt. Ja. Der Kapitän. Leute, die keine Angst haben. Ja. Zeigt das, weißt du Bescheid, ne? Und ich bin eure rechte Hand. Ich bin Sito. Ja, fang. Wir werden mein Boot brauchen. Der schmeißt einfach sein Mikro durch. Mikro? Sein Funkgerät. Genau. Ja. Jetzt geht's darum, wir müssen erst das Schiff reparieren und währenddessen kommen Piraten.